Im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja hat es in der vergangenen Woche eine Panne gegeben. Zunächst war von einem Atomunfall die Rede, ein Missverständnis, wie sich herausstellte. Nach ukrainischen Angaben gab es einen Kurzschluss im nicht-nuklearen Teil der Anlage. Der Reaktor sei vom Netz genommen worden. Es bestehe keine Gefahr, so die Regierung in Kiew. Das Atomkraftwerk Saporischschja liegt etwa 200 Kilometer von den umkämpften Gebieten in der Ostukraine entfernt. Das Kernkraftwerk von Saporischschja, das leistungsstärkste in Europa, eines von 4 Kernkraftwerken der Ukraine, die die Hälfte der Stromversorgung des Landes sicherstellen. Der dritte Block wurde am vergangenen Freitag abgeschaltet. Die Stromversorgung im Südosten war gestört. Ministerpräsident Jatsenyuk forderte heute Aufklärung über die Stromengpässe. Ich möchte heute den Energieminister bitten, in einer Pressekonferenz dazu Stellung zu nehmen. Denn soweit ich weiß, gab es einen Zwischenfall im Kernkraftwerk Saporischschja. Wie lange dauern die Reparaturen? Wann normalisiert sich die Stromversorgung im Land? Schnell wurde in einigen Medien aus einem Zwischenfall ein Atomunfall. Das weckte ungute Erinnerungen an die Atomkatastrophe von Tschernobyl. Der neue Energieminister des Landes musste beschwichtigen, es sei kein Reaktor betroffen, es trete keine Radioaktivität aus. Ich wiederhole, es gibt keine Gefahr. Der Unfall ereignete sich im dritten Reaktorblock, im Stromverteilersystem. Das hat mit der Stromerzeugung nichts zu tun. Am Freitag solle der Reaktor wieder ans Netz gehen. Das französische Institut für radioaktive Sicherheit hat keine erhöhten Strahlenwerte in Kiew gemessen. Auch die Bundesregierung sieht keine Hinweise auf einen Atomunfall. Experten bemängeln, dass die Kernkraftwerke der Ukraine am Limit arbeiteten. Es würde zu wenig getan, um die Anlagen zu modernisieren.